Guten Morgen, gute Nacht, wann auch immer du dieses Video guckst. Und schauen wir mal rein. Server sind gerade offline, aber wenn wir auf Reddit gehen, patchen uns hier, klicken wir doch mal drauf, dann können wir uns mal angucken, was es schon mal Neues gibt. Das ist aber nicht interessant für uns. Wir gehen direkt wieder auf Rette die Welt. Wir sollten es vielleicht auf Deutsch stellen, damit wenn ich ranzoome, es jeder verstehen kann. Und wenn wir jetzt mal ganz genau reingucken, jede Woche gibt es neue Roadtrip-Herausforderungen. Es fängt an mit den wöchentlichen Herausforderungen Minibosse. Bei der wöchentlichen Herausforderung Minibosse hatte Epic Games schon auf Reddit angekündigt, wird es von Welle zu Welle mehr Minibosse geben. Wenn ihr das Video seht, dann habt ihr es wahrscheinlich schon gezockt, aber sau nice zu wissen, dass es eine von drei legendären Fernwaffen gibt, beim ersten Mal schaffen und danach jedes Mal, wenn ihr es schafft, 75 Roadtrip-Tickets. Ist nicht die Welt, aber es ist ein kleines Dankeschön fürs Abschließen. Und wie Epic Games auch angekündigt hat vor anderthalb Wochen und offiziell auf Reddit bestätigt hat, es gibt 3 anstatt 2 Entschuldigungsgeburtstagslamas bzw. Gratis-Geburtstagslamas, einfach nur als es tut mir leid, es tut uns leid. Für den ganzen Mist, der da passiert ist mit den Geburtstagslamas. Wie gesagt, gönnt euch eure 3 Geburtstagslamas, die kostenlos sind mit 5.2. Die waren angekündigt, keine Neuigkeit. Aber ich sehe gerade eine verdammt große Neuigkeit. Und zwar haben viele Spieler das neue System. Ja, es ist ein neues System. Wenn man SSV 1 bis 6 in einem Gebiet macht, beziehungsweise in Brutal, dann landet man in Twine. Das ist kein Bug. Sehr, sehr viele Leute denken, dass es ein Spielfehler sei oder es ein Bug ist. Das ist es aber nicht. Es ist so gewollt, dass man die Sturmschildverteidigung 6 macht und dann startet die Rakete und dann bist du im nächsten Gebiet. Das ist ja immer so. SSV 6 Steinwald, Rakete, Plankerton. SSV 6 Plankerton, Rakete, Brutal. Das ändert sich nie. Immer SSV 6. Und wenn wir jetzt mal hier gucken, viel zu viele Spieler sind einfach mit einem viel zu niedrigen Level durchgerusht durch Brutal, damit sie in Twine irgendwo was farmen können. Das ist allerdings nicht der Sinn des Spiels. Und Epic Games hat das eingesehen und hat beispielsweise hier eingerichtet, um eine 76er Zone zu spielen, musste man vorher Level 58 sein und jetzt muss man Level 70 sein. Finde ich völlig in Ordnung, Level 70 in einer 76er Zone, das passt sehr gut. Es reicht allerdings auch für eine 82er Zone, wenn man Level 70 ist. Die Patch Notes sind wie immer in der Beschreibung verlinkt, dann könnt ihr selbst euch dieses kleine Tabellchen hier mal herauskopieren, weil wenn ihr nicht das erforderliche Level seid, dann habt ihr ein Schloss vor der Mission. Und wenn ihr dann da draufklickt, dann steht da auch, dass euer Level zu niedrig ist. Ich werde nämlich verdammt oft gefragt, warum ist ein Schloss vor meiner Mission? Draufklicken, dann steht da, du bist zu niedrig. Es gibt jetzt auch glücklicherweise endlich ein Mindestlevel für Horde. Das heißt, alle Leute, die versuchen, irgendwie öffentlich Horde 76 Challenge 30 zu zocken, die werden keine Level 10 Teammates mehr finden. Hoffentlich. Ich hoffe, das funktioniert so, Epic Games. Die Leute, die in meinen Livestreams dabei waren, die wissen, wie absolut ätzend das war, wenn man einfach nur ganz normal Horde spielen wollte, in der 76 Plus Zone, und dann kommen da die ganze Zeit Level 10er, 15er und 20er rein. Also wirklich, das war verdammt ätzend und absolut dreist von den Spielern. Wirklich krass einfach nur. Da steht 76 und die kommen mit 20 da rein, hallo? Was ebenfalls eine verdammt nette Änderung ist, und damit wird wieder eines meiner Videos so ein bisschen, da wird einem meiner Videos wieder in den Arsch getreten, weil ich hatte in einem der Videos gesagt, zerstöre die Lager, dauert immer 20 Minuten. Allerdings steht jetzt hierbei, neue Änderung in 5.2, zerstöre die Lager endet jetzt, wenn alle Lager besiegt wurden. Das heißt, alle 5 Lager plus die 4 Superlager. 9 Lager. Wenn man zu viert vernünftig spielt, dann hat man jetzt mittlerweile, zerstöre die Lager in 10, 11, maximal 12 Minuten fertig. Und das würde sich dann auch rentieren. Denn ich finde, wenn man es wirklich in 12 Minuten schafft, zerstöre die Lagermission zu machen, und man bekommt ja 9-mal mindestens ein Geschenk für einen Lagerabschluss dann, dann lohnt sich das schon verdammt, diese Mission zu farmen. Weil 12 Minuten, wenn man das mal vergleicht, repariere den Schutzbunker, dauert auch 12 Minuten. Na, aber gehen wir mal schnell über die Patchnotes. Und hier haben wir nämlich ganz interessante Patchnotes. Ab dem 9. August, 2 Uhr,
bekommen wir wieder einen neuen Helden. Und diesmal ist es endlich mal kein mythischer Soldat, der irgendwas wieder überhaupt nicht kann, so wie Wukong, so wie Rabe, sondern es ist ein mythischer Entdecker und er heißt Ragnarök. Bin ich mal gespannt, was der so kann. Vor allem, er soll eine neue Fähigkeit haben und die schimpft sich seismischer Stoß. Verpasse dem Boden einen Faustschlag und erzeuge eine Erschütterung, die Feinde von mittlerer Größe wegstößt und Energieschaden in einem 2-Kacheln-langen Bereich verursacht. Okay, 2-Kacheln-langer Bereich, das heißt dann, er schlägt auf den Boden und dann 2 Kacheln nach vorne. Nicht um sich herum, sondern wirklich nur nach vorne, so verstehe ich das. Er hat auch einige neue Perks und glaub mir, den Helden werden wir uns auf jeden Fall angucken, wenn er rauskommt. Wenn wir mal durchs Gameplay ganz kurz gehen, was... ja, nette Änderungen sind, die haben halt sehr auf das Geheule der Spieler auf Reddit gehört. Beispielsweise haben wir hier stehen, ein Fehler wurde behoben, dass mehrere Pistoleros spawnen ließ, falls zu viele von den neuen Gegnern spawnen. Und das hier freut mich sehr, wenn es denn funktioniert. Ein Fehler wurde behoben, durch den Spieler nicht mehr beitreten konnten, wenn das Spiel auf unübliche Weise beendet wurde. Man hat ja, wenn man rausfliegt, wegen Internet oder wegen Epic Games Server Problem, 30 Sekunden Zeit neu zu joinen. Und dieser Knopf hat meistens einfach gar nicht funktioniert, dann hast du das Bild einfach wieder neu bekommen. Das brauchte kein Mensch, weil dieses Ding einfach keine Funktion hatte. Ja, und das finde ich auch eine nette Änderung, das hat mich nämlich gestört, der Grund, warum ich die Musik komplett ausgemacht habe im Spiel. Fehler behoben, durch den die Menümusik manchmal aufhörte zu spielen. Kennt ihr das? Ihr seid so voll in dem Musikflair und plötzlich hört die Musik einfach auf, obwohl sich nichts verändert und das Lied einfach noch mittendrin ist. Ja. Aber das sind so Kleinigkeiten, das könnt ihr euch eigentlich selbst durchlesen. Wie gesagt, die Patchnotes sind in der Beschreibung, ansonsten ist auch alles in der Beschreibung. Und ich sag, fettes Dankeschön fürs Zugucken, vor allem bis zum Ende. Ihr seid auf jeden Fall die Evo-Elite. Und, ich höre da wieder was. Ah, das Outro kommt näher.